werde mich stellen. Diesmal mache ich alles richtig. Ich kenne diesen Mann nicht. Wer ist das? Wie es aussieht, hat er sein Gedächtnis verloren. Willst du wirklich, dass Papa ins Gefängnis wandert? Du erwartest jetzt keine Antwort von mir, oder? Meine Enkelin Lara wird mir bis zum Zeitpunkt meiner vollständigen Genesung zur Seite stehen. Es gibt ein paar Informationen, die ich brauche. Und du wirst mir helfen, sie zu beschaffen. Über Lara. Pass mal auf, Lara ist ein ziemlich helles Köpfchen und nicht gerade sehr gesprächig. Es sei denn, es fragt sich jemand, der wichtig ist und dem sie vertraut. Ich will 1 Million. Haben wir einen Deal? Eine Million ist viel Geld. Wer sagt mir, dass ich dafür was bekomme? Ich biete über Lara direkten Kontakt zu Elisabeth. Aber gut, wenn dir das nichts wert ist, dann... Gut, Sanchez. Dann zeig mir mal, was du drauf hast. Mensch, Lara, das ist doch verrückt. Ständig sehen wir uns hier. Wir wohnen zusammen und arbeiten beide hier? Ja, stimmt. Absolut richtig. Aber in Venezuela gibt es ein Sprichwort, dass man, wenn man sich beim dritten Mal trifft, was trinken gehen sollte. Das sagt man bei uns auch. Das sagt man hier auch. Gut, dann sollten wir uns daran halten. Hast du Lust auf Mittagessen? Klingt super. Bis später. Bis später. Ich brauche den Liefertermin der Diamanten. Sind wir jetzt Partner? Falls der Plan funktioniert, bekommst du deine Million. Gut, dann mache ich mich mal gleich an die Arbeit, Partner. Sanchez, mach die Tür zu. Wollten Sie noch etwas sagen? Er kann es nur noch nicht fassen, dass unser Vater noch lebt. Wir sind alle noch völlig durch den Wind. Das ist verständlich. Ich wollte ja auch eigentlich nur die Vorladung zustellen. Ist eine reine Formsache. Aber ein Amtsarzt muss die Amnesie Ihres Vaters bestätigen. Er sollte also unbedingt zu diesem Termin erscheinen. Er wird erscheinen. Gut. Ja, dann lasse ich Sie jetzt mal allein. Sie haben sich sicher eine ganze Menge zu erzählen, oder? Oh ja, das haben wir. Für einen Moment dachte ich, du lässt uns auffliegen, Frank. Junge, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich hau doch mal ab. Moment, wir sind hier noch nicht fertig. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass Harus Geschichte funktioniert. Ja, und wie sollen wir das machen? Erstens, keine weiteren Mitwisser. Zweitens, der Amtsarzt ist kein Idiot. Der Termin ist heute und er muss vorbereitet werden. Jo, das übernimmst du. Ja, Jungs, was ist? Jetzt hängen wir da alle mit drin. Wenn Haru beim Amtsarzt aufliegt, dann haben wir alle ein Problem. Subventionsantrag eingereicht? Ein Kollege von mir prüft noch die Papiere, aber es sieht sehr gut aus. Die Papiere sind ja auch einwandfrei, ganz im Gegensatz zur tatsächlichen Baustelle. Bis zur nächsten Baubesichtigung sollten wir was mehr vorzuweisen haben als ein Schild mit der Aufschrift Werdeplan Düsseldorf. Ja, was die Baustelle betrifft, brauche ich noch ein bisschen Zeit, aber hier habe ich extra anfertigen lassen für unser kleines Geschäft. Macht bestimmt Eindruck im Ministerium. Ich werde Ihnen Ehren halten. Hi. Hi. Oh, musst du schon los? Ist immer schade. Hätte ich gewusst, dass du da bist, hätte ich mir Zeit eingeplant. Aber wir sehen uns sicher wieder. Kann's kaum erwarten. Kim, was soll das? Du schmeißt dich an Mertens ran. Ich habe nur Hallo gesagt. Ich merke genau, wenn du säuselst. Ich habe nicht gesäuselt. Ich war einfach nur nett, sonst nichts. Ja, ja. Hör zu, du willst mir helfen und ihn ausheuchen. Ich weiß das zu schätzen. Aber ich habe dir schon mal gesagt, Mertens ist nur immer zu groß für dich. Halt dich aus der Sache raus. Okay.
richtig gute Arbeit. Meine Akten waren lange nicht mehr so ordentlich. Lara. Entschuldige, ich war... Mit den Gedanken ganz woanders. Jetzt bin ich da. Ist denn mit den Unterlagen alles in Ordnung? Ja, 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 absolut. Ich bin sehr froh, dass du mir hilfst, auch wenn du im Moment anscheinend Wichtigeres am Kopf hast. Ich krieg das schon hin. Mertens war ja einverstanden. Also dein Blick nach zu urteilen, hast du nicht an Mertens gedacht, sondern an den anderen jungen Mann. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber ich habe gerade sowieso eigentlich keine Zeit dafür. Und er... Er? Sie denkt ja immer noch nur die gute Freundin? Ja, das auch. Und das ist eigentlich noch viel komplizierter. Scheiße Krankenhäuser. Gewöhn dich schon mal dran. Diese Befragungen können über Wochen, manchmal auch über Monate gehen. Und jedes Mal bist du in genau so einem Raum hier enden. Vielleicht sollten wir doch einen anderen planen. Nichts da, setz dich. Wir sind hier, um deine Alibi-Amnesie wasserdicht zu machen und nicht um zu quatschen. Also lass uns loslegen. Also. Wir wollen, dass der Amtsarzt dir eine Amnesie bescheinigt. Der geht meistens ein Schädel-Hirntrauma voraus. Also werden die Ärzte dein Hirn auf Verletzung untersuchen. Natürlich werden sie keine finden. Am besten ziehe ich dir gleich ins Über. Keine Sorge, man würde bei der Untersuchung sofort eine frische Kopfwunde feststellen. Ein weiterer Beweis dafür, dass du lügst. Zurück zum Thema. Die Ärzte werden mit dir einen Minimentalstatus-Test machen. Das heißt, du musst eine ganze Reihe Fragen beantworten und Aufgaben erfüllen. Ja, quatschen kann ich. Ja, aber die Fragen musst du so beantworten, wie jemand, der tatsächlich Amnesie hat. Also, lies dir das hier genau durch. Menschen mit Amnesie haben Erinnerungen, ja? Aber sie wissen nichts damit anzufangen. Ungefähr so wie du, der du wusstest, dass du Kinder hast, aber vergessen hast, dich um sie zu kümmern. Ich weiß nicht, ist eine ganze Menge Zeug. Improvisier doch einfach. Das kannst du doch super. Verdrängen, lügen, vergessen. Das hast du doch voll drauf. Kenn ich ihn? Es ist Emilio. Oh, ich verstehe. Das ist allerdings wirklich... Aussichtslos? Nein, nein, nein. Es ist nur so, Emilio und Kim waren sehr lange zusammen. Und ich weiß nicht, ob er über die Trennung schon hinweg ist. Von Kim mal ganz abgesehen. Ja, ich will Kim den Mann nicht wegnehmen. Sie sagt zwar, sie ist fertig mit ihm, aber das glaube ich ihr nicht. Und was Emilio angeht, ich glaube, der weiß gerade selbst nicht, was er will. Gibt er dir denn einen Grund zu hoffen? Ja, manchmal sendet er ganz eindeutige Signale und dann wirkt er wieder total desinteressiert. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht sieht er mich ja auch nur als Trostpflaster, um über Kim hinwegzukommen. Was würdest du denn an meiner Stelle machen? Ich? Also, was Liebesdinge angeht, halte ich mich mit Ratschlägen besser zurück. Das klingt ja nicht gerade so, als ob es irgendwann leichter wird. Leichter? Vergiss es. Na toll. Na, hattest du Sehnsucht nach mir? Vor allem habe ich Hunger. Wie wär's mit einem Mittagessen im Schneiders? Ich bin zufällig in der Gegend. Ist das ein Ja? Bis später. Moment mal, Fräulein, was soll das denn werden? Was meinst du, ich bin auf dem Sprung? Jetzt mal nicht so frech. Deine Bluse steht offen. Mach die zu. Ups. Ist mir gar nicht aufgefallen. Triffst du dich zufällig mit Mertens? Und wenn schon. Der Typ steht auf mich. Er macht alles, um mich irgendwie zu beeindrucken. Wenn er was gegen dich plant, dann finde ich es heraus. Kim, geht es jetzt schon wieder um diese ominöse Akte, die er angeblich über mich angelegt hat? Ich kenne ihn. Er hat definitiv irgendetwas gegen dich in der Tasche. Das macht er bei seinen Geschäftspartnern so. Ach so, und du meinst, wenn du dann mit zufällig geöffneter Bluse auf seinem Schoß sitzt, dann verrät er dir das alles? Ich will einfach nicht, dass er dich in den Knast bringt. Kim, das ist ja total süß von dir, aber es gibt momentan überhaupt keinen Grund, sich darüber Gedanken zu machen. Und wenn Mertens irgendwas vorhätte, dann wird er es nicht einfach so erzählen. Ich wollte nur helfen.
Weißt du, wenn du mir wirklich helfen willst, dann wäre es ganz schön, wenn du vielleicht ein bisschen deine betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten verbesserst. Jetzt schau nicht so. Deine letzte Aufgabe hast du doch auch gut hingekriegt. Die Sache mit den T-Shirts. Und hey, ich habe noch mal sowas für dich. Aber vorher musst du ein artiges Mädchen sein und ihm sagen, dass du leider keine Zeit hast. Aber ich... Oder soll ich das vielleicht für dich übernehmen? Ich finde übrigens, wir sollten dringend mal wieder einkaufen gehen. Ja, das ist meine gute Idee. Mhm. Rollkragenpullis. Hallihallo. Wow, hier riecht's. Sag nichts Falsches, ich bin sensibel, okay? Nach verdammt gutem Essen, wollte ich sagen. Ich hab immer gedacht, du kannst nur Burritos. Entschuldige mal, ich wollte mal Sternekoch werden, wenn ich bitten darf. So, und jetzt einmal mir nach. Den Dip kannst du schon mal probieren. Danke. Weißt du, bei mir in der Heimat sagt man immer, das Essen ist nur so gut wie die Person, für die man kocht. Weil das auf Spanisch irgendwie besser klingt. Mmh. Kochst du immer für deine Mitbewohner? Nur für die ganz Besonderen. Und jetzt erzähl, wie geht's dir? Ganz okay. Und der Job? Naja, der Job im Ministerium ist ziemlich trocken. Bei Elisabeth habe ich hauptsächlich mit Verträgen zu tun. Kooperationen und Kaufverträge. Du weißt schon. Weißt du, ich habe gehört, die machen jetzt irgendwas mit Diamanten. Willst du mich aushorchen? Ich bin bei der Security, ich habe alle Schlüssel. Also wenn einer ein großes Ding durchziehen kann, dann ja wohl ich. Brauchst du eine Komplizin? Also eigentlich wollte ich die Diamantenunterwäsche selber tragen, aber vielleicht springt er für dich noch was ab. Pfeffer. Ah. Das ist echt verdammt lecker. Der Koriander drin? Das ist ein Familiengeheimnis. Mindestens genauso streng gehütet wie die Verträge der Landstreits. Sag mal, erinnerst du dich noch an den Tag, als du das erste Mal bei mir am Bahnhof warst? Das war mein erster Tag in Düsseldorf. Natürlich erinnere ich mich noch daran. Weißt du, ich habe dich gesehen und dachte, Mann, 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 ist das eine klasse Frau. Wenn du glaubst, dass der Arzt misstrauisch wird, dann starre einfach ein paar Sekunden lang ins Leere und tu so, als hättest du den Faden verloren. Das ist ein ganz normales Verhalten bei Menschen mit Demenz. Bei der Rechenaufgabe muss ich nichts vortäuschen. Zahlen waren noch nie mein Ding. Deshalb habe ich immer eure Geburtstage vergessen. Pff, daran wird's wohl gelegen haben, klar. Doch echt. Das Bild, das kenne ich doch. Ja. Das hast du gemalt. Das war in deinem angeblichen Nachlass. Ich hatte es eigentlich weggeworfen, aber die Krankenschwester hat es wieder aus dem Müll gefischt. Ich weiß noch genau, wann du das gemalt hast. Das war an meinem Geburtstag. Ihr Jungs wart alle bei mir. Du bist beim Klettern vom Baum gefallen. Hast du mir einen Schrecken eingejagt. Das muss ja unheimlich schlimm für dich gewesen sein. Du hast einen Gips bekommen und musstest die Nacht über im Krankenhaus bleiben. Ich bin natürlich bei dir geblieben und hab dich mit Vanilleeis getröstet. Du wolltest immer noch eins und noch eins. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Portionen du verdrückt hast. Weißt du noch? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Und du hast jetzt einen Termin beim Amtsarzt. Wünsch mir Glück. Dann versau's nicht. Ja, und vielen Dank für deine Hilfe. Hallo. Hallo. Hallo, Olli. Hey, habt ihr euch versöhnt? Ja, von wegen. Was ist passiert? Sei doch nicht so neugierig. Hallo, wir sind jetzt zusammen, da gehört das quasi dazu. Neugierige Menschen haben ein dreimal höheres Risiko bei Herz- und Kreislauferkrankungen. Wusstest du das? Nehme ich gerne in Kauf. Plant mit Beginn des Jahres 2015 die Erweiterung ihrer Produktion von Luxushandtaschen. Luxushandtaschen klingt ja schon mal gut. Für die nächsten 5 Jahre wird eine Werkshalle für jährlich 114.000 Euro verzichtet. Der Kaufpreis pro Stück, der erzielt werden muss, damit eine Amortisationszeit von 2 Jahren erreicht wird. Ökonomisches Prinzip. Minimalprinzip. Welches der genannten Prinzipien wird hier angewendet? Danke, Ansgar. Dafür brauche ich eine Ewigkeit. Oh.
bist denn du? Okay. Nee, weil ich dachte, ich habe keine Zeit, aber es würde jetzt doch gehen. Ja gut, dann bis gleich. Tschüss. Weißt du, nach der Sache mit Kim, da ging es mir echt nicht gut. Aber das Leben geht weiter. Das klingt abgedroschen, aber es ist so. Das freut mich, ehrlich. Und du bist einer der Gründe, warum es mir jetzt besser geht. Also, danke. Ich? Ja, du warst immer für mich da und hast im Gegensatz zu Kim immer zu mir gestanden, auch als ich wegen Mertes im Knast saß. Helfe gern. Und besonders dir. Also, wenn du doch Komplizin beim größten Diamantenraub Düsseldorf sein möchtest, dann wäre jetzt, glaube ich, der richtige Moment dafür. Ja, aber ein Höschen reicht mir nicht. Ich will mehr. Ja gut, es kommt auf die Hilfe an. Es kommt ganz auf das Angebot an. Halt, stopp. Jetzt bist du dran. Kannst du einen Helikopter fliegen? Du Spinner. Sag mal, wann kommen die Diamanten nochmal an? Geht in die richtige Richtung. Weißt du, wenn man sowas durchziehen will, dann muss man sich zu 100% vertrauen. Emilio, warte mal. Es geht mir alles ein bisschen zu schnell. Gut, dann machen wir halt alles ein bisschen langsamer. Es fühlt sich aber nicht so an. Okay, pass auf, wir kürzen das ab. Ich will, du willst, dann ist alles in Ordnung, oder? Eine Show ab. Hast doch echt einen Knall, weißt du? Schön, dass du es noch geschafft hast. Und du siehst traumhaft aus wie immer. Danke. Ich habe das eigentlich nur blind aus dem Schrank gezogen. Kim, Frauen wie du in Zeiten wie diesen haben schon Weltreiche zum Einstürzen gebracht. Dass du immer so übertreiben musst. Wenn du so weitermachst, dann erzähle ich dir noch streng geheime Staatsgeheimnisse, die nicht einmal ich kenne. Das ist allerdings interessant. Okay. Was weißt du über Ansgar von Landstein? Ah, deshalb bist du hier. Was meinst du? Du hast Angst, dass ich brisante Informationen über deinen Vater gesammelt habe. Bist du denn ein Jäger und Sammler? Sagen wir so, jagen ist durchaus reizvoller. Erstmal das hier. Ah, willst du, dass ich deine BWL-Hausaufgaben mache? Nicht nur. Mein Vater hat mir beigebracht, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Eine gute Lektion. Ja, finde ich auch. Ich habe noch eine für dich. In der Wirtschaft ist nichts umsonst. Dafür bekomme ich eine Belohnung. Manchmal ist Angebot und Nachfrage nicht ganz im Einklang. Das nennt man dann Defizitärwirtschaft. Ein Glück, dass ich weiß, wie man das Problem löst. Man steigert die Nachfrage. Oder reduziert das Angebot. Also habe ich immer noch eine Portion verlangt und noch eine und noch eine. Caro war die ganze Nacht bei mir. Gut zu wissen, du stehst auf Vanille. Ich hasse Vanille. Ich wollte nur, dass er da bleibt. Wenige Momente, in denen Haro sich wirklich wie ein Vater um mich gekümmert hat. Er hat das Bild aufgehoben, das du gemalt hast, das ist auch väterlich. Aber er hat nie bemerkt, dass ich Vanilleeis hasse. Obwohl ich in all den Jahren danach nie wieder welches gegessen habe. Das ist typisch Haro. Er sucht sich immer die Wahrheit aus, die ihm am besten passt. Genau wie jetzt mit dieser Amnesie-Geschichte. Was ist denn für eine Amnesie-Geschichte? Entschuldigung. Ich glaube, ich habe den Faden verloren. Ist das jetzt schlimm? Das ist normal. Merkwürdig. Es ist, als würde ein riesengroßes Puzzle vor mir liegen. Tausende von Teilen. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Verstehen Sie, was ich meine?
das irgendwann vorbei? Dein Vater hat Amnesie. Nein, natürlich nicht. Das sagt er nur, damit er nicht wegen Versicherungsbetrug in den Knast muss. Ach, und du hast ihm jetzt die Symptome erklärt, die er haben muss, damit er damit durchkommt. Ja, aber das habe ich nicht für ihn gemacht. Aber wenn er auffliegt, dann sind wir alle dran. Mein Sohn Jo ist auch Arzt. Er hat mir erzählt, dass er als Kind mal im Krankenhaus war. Ich habe die ganze Nacht bei ihm gesessen und ihn getröstet. Damals hat er beschlossen, selbst Arzt zu werden. Er hat mir ein Bild gezeigt, das er als Junge zu meinem Geburtstag gemalt hat. Ich kann mich daran nicht erinnern. All die ganzen Erinnerungen an meine Söhne und ihre Kindheit, einfach weg. Nennt er das echt krass? Das finde ich nicht gerade witzig. Ach komm schon, wenn man das mit ein bisschen Abstand betrachtet. Weißt du eigentlich, was es bedeutet, jemand wie ihn zum Vater zu haben? Während man selber nur darunter leidet, dass er Mist baut, lachen die anderen drüber, finden ihn auch noch charmant und witzig. Ich finde das echt zum Kotzen. Immerhin haben sie sich ihren Humor behalten. Das ist das Einzige, was mir noch geblieben ist. Die Patienten mit Humor und Lebensfreude haben die besten Genesungschancen. Das wünsche ich mir. Vor allem für meine Söhne. Haben Sie auch Kinder? Ja, ich habe 2 Töchter. Dann können Sie ja nachvollziehen, wie hart das für mich ist, keine Erinnerungen mehr an die Kindheit meiner Söhne zu haben. Ich denke, für heute sind wir fertig. Wie geht das weiter? Wir werden noch ein paar Gespräche führen, um Ihren Zustand völlig zu klären. Dann machen wir ein MRT und dann sehen wir weiter. Ich weiß, das klingt jetzt so, als hätte ich mein ganzes Leben lang darunter gelitten, dass er nicht da war. Aber das stimmt nicht. Ich vermisse ihn kein bisschen. Jedenfalls nicht, seitdem ich erwachsen bin. Wenn er das alles nur für euch macht, weil er bei euch sein will, weil er wieder was gut machen will. Aber da gibt es nichts mehr gut zu machen. Und komm, jetzt reicht's wieder mit Therapiestunde, ja? Ich hab Hunger. Wollen wir es zusammen kochen nachher? Ich habe gehört, Pärchen machen sowas miteinander. Habe ich auch schon mal gehört. Gut. Dann treffen wir uns gleich bei mir, okay? Ich habe noch was zu erledigen. Okay. Bis gleich. Dein romantisches Mittagessen. Geht so. Heißt im Klartext, du hast keinen Liefertermin für mich? Hör zu, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Strategie, über Lara zu gehen, wirklich die richtige ist. Wir finden einen anderen Weg, um an die Information zu kommen. Hast du es nicht übers Herz gebracht, die unschuldige Lara in das Licht zu führen? Nein, das wäre nicht das Problem. Nicht? Du machst mich neugierig. Okay. Ich hab's versaut, ja? Hey! Du bist es. Hast du jemand anderen erwartet? Niemanden. Vergiss es. Alles okay bei dir? Geht so. Was ist? Emilio ist irgendwie komisch, oder? Wieso? Ich meine, der hat beim Mittagessen versucht, mich zu verführen. Macht er das immer so? Wie jetzt, so richtig mit anbaggern? Aha. So, als würde in seinem Kopf irgendwie ein Programm ablaufen. Vom Tisch ins Bett in 3 Schritten. Eigentlich nicht seine Art. Steht er also doch auf dich. Wie meinst du das? Hat er zu dir gesagt, dass er nicht auf mich steht? Nein, nicht so richtig. Ja, aber fürs Bett reicht's, oder was? Naja, auf jeden Fall hat sie die ganze Sache dann abgebrochen. Du bist direkt über sie hergefallen? Entschuldige mal, ich dachte, sie steht auf mich. Oh Mann, Emilio. Du hast dich doch auch nie beschwert. Ich bin auch nicht verliebt in dich, du Schafskopf. Lara will keinen heißen Sex, sie will Liebesnächte, Romantik. Ach, also ein Scheiß. Ja, das geht nun mal schlecht in der Mittagspause. Jedenfalls vertraut sie mir jetzt nicht mehr und wir müssen uns was anderes einfallen lassen, um an die Informationen für die Diamantenübergabe zu kommen. Du gehst jetzt zu ihr und rückst die Sache gerade. Wie denn? Die ist stinksauer auf mich. Aber sie ist verliebt in dich. Es geht hier um ziemlich viel Geld, Romeo. Ganz ehrlich, du musst noch jede Menge lernen.
warst du? Ich habe dich schon gesucht. Ich war in der Uni-Bibliothek. Wegen deiner Hausaufgabe. Da kann ich mich am besten konzentrieren. Sehr schön. Und, bist du vorangekommen? Ja, ich glaube schon. Willst du mal sehen? Na klar, nichts lieber als das. So. Am Anfang habe ich noch ein bisschen gekämpft, aber dann ging es eigentlich. Naja, immerhin ging es um Luxushandtaschen. Ja, ich dachte mir, dass dir das gefällt. Gute Arbeit. Nee, warte mal. Das ist ein Zahnfehler. Das ist eine Moment, Moment, Fräulein. Wo hast du den denn her? Keine Ahnung, von deinem Schreibtisch? Netter Versuch. Also, wo hast du den her? Ich weiß es wirklich nicht. Warum ist das so wichtig? Ich habe diesen Kuli heute Morgen Mertens geschenkt. Mit einem Wort, du hast dich doch mit ihm getroffen. Hey, Bro. Hi. Was geht ab? Hast du mal eine Minute? Ja klar, für dich immer. Sag mal, wie war der Arzttermin von Papa? Keine Ahnung, ich habe ihn noch nicht gesehen. Und so eine Untersuchung ist nicht mit einem Termin abgefrühstückt. Da gibt's eine ganze Reihe von Tests. Ja gut, der packt das schon. Immerhin hat er dich. Und du bist der Beste. Genau darüber wollte ich mit dir reden. Ich habe Haro alle Infos gegeben, die er braucht, um da durchzukommen. Jetzt liegt's bei ihm. Was meinst du damit? Ich bin aus der Nummer raus. Haro! Ah, schön, dich zu sehen, Olli. Ich wollte gerade zu Jo. Der ist noch unterwegs. Das soll eine Überraschung sein. Ich wollte mich bei ihm bedanken. Er hat mir da heute bei einer Sache unter die Arme gegriffen. Habe ich schon von gehört. Ach, gut. Also, wie gesagt, Jo ist noch unterwegs. Vielleicht kommst du später einfach noch mal vorbei. Willst du was kochen? Aha. Das ist ein Wink des Schicksals. Lass uns einfach zusammenschmeißen. Ich habe hier ein paar Gewürze, die du garantiert noch nicht kennst. Jo hat ja sicher erzählt, dass das mit mir nicht immer ganz einfach ist. Hat schon mal sowas angedeutet. Ja, und deshalb bin ich hier. Heute Morgen beim Arzttermin ist mir klar geworden, dass ich praktisch keine Erinnerung an die Kindheit meiner Jungs habe. Ja, musst du nicht mehr lügen. Ich war wirklich nie anwesend. Das kann ich nicht ungeschehen machen, das ist mir klar. Ich habe vor, hier in Düsseldorf zu bleiben. Diesmal will ich es wirklich auf die Reihe kriegen, mit meinen Jungs. Hilfst du mir dabei? Okay. Nein. Papa ist jetzt hier. Du kannst nicht einfach davonlaufen. Genau das habe ich aber vor. Ich habe ihn bei der Polizei gedeckt. Und ich habe ihm geholfen, sich auf den Termin beim Amtsarzt vorzubereiten. Ja, wofür er dir auch sehr dankbar ist. Und wir übrigens auch. Hör zu. Papa weiß, dass er nicht immer der allerbeste Vater war. Falsch, er war überhaupt kein Vater. Ja, und das tut ihm mittlerweile auch leid. Aber mir nicht. Ich bin mittlerweile sogar der Meinung, dass es das Beste war, dass er damals abgehauen ist. Denn jedes Mal, wenn er auftaucht, gibt's nur Ärger. Schau, ihr wolltet, dass ich ihm helfe. Und das habe ich auch getan. Aber jetzt reicht es auch mal. Ich bin nicht länger für Haro verantwortlich. Du meinst, er kriegt die ganzen Arzttermine alleine hin? Wenn ihr noch Fragen habt, dann können wir uns gerne treffen. Aber das gilt nur für dich und Frank. Mit Haro bin ich durch. Lara. Ich hab's eilig. Mensch, warte doch mal, ich will nur kurz mit dir reden. Was denn? Pass auf, ich weiß, dass ich's versaut habe. Ja, hast du wirklich. Weißt du, in dem Moment hat sich alles so richtig angefühlt. Dann ist mir eine Sicherung durchgeknallt. Emilio, spar dir den Zirkus. Ich weiß, dass du nicht verliebt bist. Du wolltest dich nur mal eben in der Mittagspause ablenken. Nein, das stimmt nicht. Ich mag dich und... Ach, hör auf zu lügen. Ich weiß, dass du nichts von mir willst. Okay, das ist nun mal so. Aber das gibt dir verdammt noch mal nicht das Recht, mich wie den letzten Dreck zu behandeln. Ich dachte, wir sind Freunde. Das sind wir doch auch. Und was soll dann diese abgezockte, ich vernasche dich mir eben schnell in der Mittagspause Nummer? Hm? Du weißt, mit mir läuft das nicht. Wie gesagt, es tut mir leid, aber ich habe jetzt gemerkt, dass da doch mehr ist. Und wieso hast du Olli dann heute Morgen gesagt, dass du nicht auf mich stehst? Okay, jetzt, ich kann das erklären. Ach, ich muss los. Fuck.
Jetzt reg dich nicht künstlich auf. Ich war nur ganz kurz bei Mertens. Außerdem habe ich das für dich gemacht. Ja. Du hast dich geirrt. Mertens frisst mir aus der Hand. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich verplappert. Okay. Lass mir das. Sag mir mal lieber, wann hast du dich eigentlich mit den Handtaschen befasst, wenn du die ganze Zeit bei Mertens statt in der Bibliothek warst? Jetzt sag mir nicht, du hast diese Unterlagen Mertens gezeigt. Wo ist das Problem? Er kennt sich mit diesem Wirtschaftskram super aus. Kim, diese Unterlagen enthalten jede Menge Informationen über die Lahnsteinbank. Du willst einerseits rausfinden, ob Mertens irgendwas Brisantes gegen uns in der Hand hat und fütterst ihn gleichzeitig mit Informationen, die dem Lahnstein Enterprises empfindlich schaden können? Ich dachte, es geht um Luxushandtaschen. Ja, die mit Krediten der Lahnsteinbank finanziert werden. Mein Gott, Kim, in den Unterlagen, die ich dir überlassen habe, stecken jede Menge Informationen drin, die nicht nach außen dringen dürfen. Am allerwenigsten in die Hände von Leuten, die uns wahrscheinlich schaden wollen. Ich dachte, es wären einfach so Standardaufgaben. Falsch gedacht. Aber lass mich raten. Der liebe Mertens hat dich darauf auch nicht hingewiesen. Ja, und jetzt? In dem konkreten Fall hält sich der Schaden in Grenzen, aber das hätte wirklich ins Auge gehen können. Es tut mir leid. Ich passe jetzt das nächste Mal besser auf. Du beendest diesen Mist mit Mertens. Du triffst dich nicht mehr mit ihm und du hältst dich aus allem raus. Vielleicht bist du eben doch noch nicht ganz reif für sowas. Ich zeig ihm keine Unterlagen mehr. Kim, wir haben uns verstanden, oder? Also, was ich in meiner Freizeit mache, das entscheide immer noch ich selbst. Kim, du triffst dich nicht mehr mit Mertens. Das riecht wirklich schon fantastisch. Ein Geheimrezept aus der Karibik. Wenn du willst, schreibe ich es auf. Sehr gerne. Hey! Was ist hier los? Junge, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Haro hat für uns gekocht. Karibisch. Kein Hunger. Ich glaube, ich habe da genau das Richtige für dich. Vanilleeis. Wer sagt denn, dass das Dessert immer nach dem Hauptgang kommen muss? Das finde ich auch. Komm, wir essen da jetzt eine Portion. Olli, bitte lass das, okay? Von wegen vergessen. Du checkst wirklich überhaupt nichts. Was denn? Hast du gar keine Lust auf dein geliebtes Vanilleeis? Ich hasse Vanilleeis. Seit wann? Schon immer! Aber damals, da habe ich es auch schon gehasst. Warum hast du es denn gegessen? Du warst so selten da und ich hatte einfach Angst, dass du wieder gehst. Mann, Haro, warum hast du es nicht gemerkt? Normalerweise wissen Eltern, was ihre Kinder mögen und was nicht. Vorausgesetzt, es besteht ein Interesse an ihnen. Ich habe mich immer für euch interessiert. Ja, 5 Minuten lang, wenn ich zufällig irgendeine Alte am Start war. Dann kamst du plötzlich unangemeldet an und hast den Supervater gespielt. Aber ob der Zeitpunkt der richtige war, das war dir völlig egal. Genauso wie heute. Wenn ich ungelegen komme, dann... Ja, du kommst ungelegen! Und 30 Jahre zu spät. Glaubst du etwa, ein paar rührselige Geschichten, ein leckeres Essen und ein bisschen Vanilleeis machen es wieder gut? Klar, du merkst so langsam, du wirst alt und stehst alleine da. Und dann glaubst du, du kommst hierher und setzt dich in ein gemachtes Nest? Aber ich kann dir nur eins sagen. Vergiss es! Ich glaube, ich lasse euch dann lieber allein. Ja, ganz genau. Das konntest du schon immer am besten, wenn es brenzlig wurde. Abhauen! Lasst es euch trotzdem schmecken. Wäre schade um das Essen. Schön, dass Sie es so kurzfristig geschafft haben. Das klang dringend. Was kann ich für Sie tun? Ein Kugelschreiber. So einen haben Sie mir schon gegeben. Falsch. Ich hatte Ihnen genau diesen gegeben. Und warum haben Sie den dann wieder? Kim hatte ihn. Und sie hat mir alles gebeichtet. Ihre Treffen, ihre Nachhilfestunden, alles eben. Kim hatte mich gebeten, das nicht zu erwähnen. Und ich finde es selber ein bisschen albern, denn Kim ist keine 12 mehr. Richtig. Ich bin auch nicht hier, um mit Ihnen darüber zu diskutieren, was meine Tochter tut.
oder wie ihr Verhältnis untereinander ist. Ich will nur eins ganz klarstellen. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie unsere Geschäftsbeziehung fortsetzen wollen oder Ihren Flirt mit Kim. Sie stellen mich vor die Wahl. Richtig. Denn beides gleichzeitig geht nicht. Okay, das habe ich wohl verdient. Lara, bitte gib mir eine Minute, eine einzige, und dann lasse ich dich in Ruhe, meinetwegen auch für immer. Okay, ja, ich habe zu Olli gesagt, dass ich nicht auf dich stehe, obwohl du toll bist und lustig, intelligent und gut aussiehst. Ich glaube, ich habe es einfach vermisst, jemand so nah zu sein. Weißt du, heute Mittag hat sich alles zwischen uns so vertraut angefühlt. Es ist nicht in Ordnung, dass ich dich als Trostpflaster benutze, nur weil ich mich einsam fühle und es mir mies geht. Also, ich habe mich wie ein Arsch verhalten und es tut mir leid. Okay. Ich kann verstehen, dass du wegen der Trennung noch ziemlich durcheinander bist. Und dann macht man manchmal Sachen, die nicht okay sind. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen überreagiert. Ich war halt verletzt. Und das tut mir leid. Das hast du schon gesagt. Und ich nehme deine Entschuldigung an. Echt? Ja. Können wir den ganzen Scheiß nicht einfach vergessen? Klar, meinetwegen. Also, Freunde? Freunde. Sag mal, meinst du, es wäre zu furcht, dich zu fragen, ob wir heute Abend im No Limits was trinken gehen? Nein, das können wir machen. Ich muss nur noch mal eben zu Elisabeth und dann komme ich nachher nach. Ja, klar, super. Perfekt. Okay, ich geb's zu, diese Nummer mit dem Eis, das war aus deiner Sicht wahrscheinlich wirklich blöd, aber ich glaube, er wollte dir eine Freude machen. Davor war es eigentlich noch ziemlich nett. Bis ich's versaut hab, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Du hättest ihn gar nicht erst reinlassen sollen. Du wusstest, dass ich ihn nicht sehen will, also was soll das? Er ist nun mal in Düsseldorf, er wird hier bleiben, ihr könnt euch nicht ständig aus dem Weg gehen. Da habe ich gedacht, es ist besser, ihr sprecht euch mal aus. Siehst du, genau das ist der Punkt. Hör endlich auf, für mich zu denken. Olli, Haro ist nicht dein Vater. Du kennst ihn nicht. Du weißt nicht, was zwischen uns läuft. Ich kann diesen Typen nicht riechen. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Also halt dich bitte raus. Geht das irgendwie? Ist vielleicht wirklich das Beste. Allerdings. Okay, gut, es tut mir leid. Er ist dein Vater. Regel das, wie du willst. Danke. Aber eine Sache noch. Haro ist dir nicht egal, sonst würdest du nicht so abgehen. Und er bedeutet dir noch was. Und du bist nicht fertig mit ihm, auch wenn du dir das einreden willst. Ah, das trifft sich ja gut. Stunde der Wahrheit, Mertens. Sie haben das mit der Entscheidung wirklich ernst gemeint? Sehr ernst. Hallo, Kim. Hi, Per. Kim, warte mal bitte. Dazu, ich denke, es ist besser, wenn wir uns in Zukunft erstmal nicht mehr sehen. Da steckt doch er dahinter. Und du lässt dich von ihm einschüchtern. Dein Vater und ich, wir haben eine geschäftliche Beziehung, da muss man Prioritäten setzen. Verstehe. Danke für deinen Respekt und für dein Vertrauen. Kim, es ist zu deinem Besten. Ihr könnt mich mal. Und dann ist da noch der wichtigste Termin der Woche. Das Treffen mit Charlie, um den Diamantenkauf schriftlich zu besiegeln. Bist du aufgeregt? Ja. So ein Geschäft schließt man nicht alle Tage ab. Wollt ihr danach noch essen gehen und feiern? Dann trage ich das direkt mit ein. Ja, gerne. Das ist eine gute Idee. Wie war denn eigentlich dein Essen mit Emilio? Nicht so toll. Oh, das tut mir leid. Das muss es nicht. Ich weiß jetzt, dass wir einfach nur Freunde sind. Aber trotzdem sind wir uns irgendwie ein Stück näher als vorher. Ja, und heute Abend gehen wir was trinken, um auf unsere neue Freundschaft anzustoßen. Sie nützt dir nur was, wenn sie dir vertraut. Das tut sie. Weißt du was, Emilio? Das glaube ich dir erst, wenn du mir den Liefertermin für die Diamanten auf den Tisch legst. Weißt du was? Wir machen jetzt mal Schluss mit dem ganzen Papierkram. Und ich lass uns einen Tee servieren. Tristan kommt übrigens später auch noch dazu. Wir haben noch eine Menge zu besprechen. Du bist auch dabei, oder?
Ich komme gleich nach. Ich mache das hier noch eben schnell fertig. Gut. Na, was habe ich gesagt? Hey, Lara! Nein, ist kein Problem, aber schade. Ja, ich find's auch total schade. Aber Elisabeth hat mich gebeten, bei der Besprechung dabei zu sein. Du, ist doch kein Thema, dann verschieben wir das einfach. Auf jeden Fall. Du, ich muss los, aber Emilio? Ich find's total schön, dass wir uns ausgesprochen haben. Und wenn das heute Abend nicht so wichtig wäre, dann... Du, wie gesagt, mach dir keinen Stress, ich renne ja nicht davon. Aber wenn du bei so einem Meeting dabei bist, das heißt doch, dass du wahnsinnig wichtig bist, oder? Bist du nicht ein bisschen nervös? Schon ein bisschen. In der Uni war alles total theoretisch und jetzt bin ich plötzlich dabei, wie die Entscheidungen über Riesenbeträge fällen. Da kann einem schon mal ein bisschen schwindelig werden. Hey, du packst ja schon, hm? Ich hoffe. Wir telefonieren später oder morgen nochmal, ja? Klar, jederzeit. Die Kleine ist ja wirklich wachs in deinen Händen. Ich hab doch gesagt, es wäre kein Fehler, mich zum Partner zu machen. Geht das jetzt den ganzen Tag so? Jo, wenn du sauer bist, dann sag was, aber schweig hier nicht rum, das nervt. Ich bin nicht sauer, ich habe nur keine Lust zu reden. Ich habe aber das Gefühl, dass du sauer bist. Interpretierst du jetzt schon wieder meine Gefühle? Ja, was soll ich denn sonst machen? Du sagst ja nichts, du frisst alles nicht rein. Ui. Entweder du akzeptierst nicht, wie ich bin, oder... Oder was? Oder ich glaube, es ist wirklich besser, dass wir uns trennen. To your heart.